Master Scheibenmontage und Demontagesatz hat wirklich alles, was man zur Scheibenmontage und Demontage braucht. Im Detail schauen wir uns das jetzt an. Alles ist in diesem robusten Koffer an seinem Platz. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Schaumstoffeinlage herauszunehmen und zum Beispiel in einen Werkstattwagen zu packen. Der Satz besteht aus folgenden Einzelteilen. Ich habe einmal die Scheibenheber mit einer Saugkraft von jeweils 80 Kilo. Feststellung ganz normal über die Saugnapffunktion überspannen der Hebel. Des Weiteren sind im Satz enthalten zwei Rollen Draht. Einmal ist es gezopfter Draht, davon sind 22,5 Meter enthalten. Und die zweite Rolle ist Vierkantdraht mit sehr hoher Schneidleistung, 50 Meter sind auf dieser Rolle. Dann natürlich, wenn wir schon beim Draht sind, ist auch das Durchstechwerkzeug mit dabei, schön lang und schmal, dass ich halt auch wirklich an der geeigneten Stelle durch den Scheibenkleber hindurchkomme. Dann der Gegenhalter für innen, auch hier mit der Abwinklung, dass ich halt auch vom Armaturenbrett wegkomme. Dann springe ich ein bisschen hier rüber zu den Zughaken. Zughaken, um dann halt den Draht zu ziehen. Es sind zwei im Satz enthalten. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel mit der Durchstechmethode nicht klarkomme, dann über die zwei Zughaken. Dann, wenn die Scheibe demontiert ist, sind Schaber im Satz enthalten. Einmal die breite Variante für dickere Kleberaupen. Und ich habe nochmal einen schmaleren. Dazu sind auch die Wechselklingen im Satz mit enthalten, so dass ich halt vernünftig arbeiten kann. Zudem ist im Satz eine Kartuschenzange, die das spezielle Profil dann in die Kartuschentülle presst. Auch diese ist im Satz mit dabei. Und dann sind hier noch zwei Saugnäpfe mit Hebelfunktion. Das heißt, wenn ich Zierleisten habe, die um die Scheibe herum sind, oder auch dann Zierleisten, die an der Tür sind, zum Beispiel, auch dafür kann ich das dann verwenden. Und zwar der Saugnapf hält an einer Fläche und über die Rändelschraube hier spanne ich diese Auflagefläche und die Auflagefläche erzeugt einen Anpressdruck auf meinen Scheibenrahmen, auf die Zierleiste und somit bleibt die auch an dem Platz, bis der Kleber ausgehärtet ist. Davon sind zwei im Satz enthalten.